Und let's go. Haben wir noch nicht gemacht. Neu gestartet. Wer macht das schon, ne? Haben wir noch nie. Wir sind ja einfach perfekt in dieser Simulation. Ist ja auch gemein, was muss man denn da jetzt eine rote Signal hinstellen? Ups. Vor allem meine Motivation jetzt nochmal von neu, ja. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Haben wir das schon mal gesehen? Ich weiß nicht. Immerhin können wir jetzt immer ein bisschen schneller vielleicht werden, weil wir jetzt wissen, was auf uns zukommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ach ja. Kein Kommentar. Na komm, das ist immerhin noch am Anfang, da macht es jetzt nicht nochmal neu zu schaden, außer meine Ehre zu retten. Also deswegen sollte ich neu starten, um die Ehre mal zu retten, meine Güte. Ich hier noch Zustände. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal. Ach, ja, der war gut, ich weiß, der war gut. Wir zumindest, wieso man die Geschwindigkeit von 30 km/h strikt einhalten sollte. Hust, hust. Weißt du, das mache ich ja nur, um die Folge voll zu kriegen, ja? Jetzt hätten wir ja 3 Minuten zu wenig gehabt. Sicher. Jetzt kackt der Zug schon wieder ab. Kommt hier nicht den Berg hoch. Also eher auf die Strecke drauf. Ein Berg ist es ja eher nicht so, ne? Ach, auf ein neues. Wir können uns ja dann diesmal ein bisschen mehr umgucken. Jetzt haben wir zum Beispiel mal diesen Fluss, vermute ich mal, hier gesehen, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Zumindest ich nicht. Was gibt es Schöneres? Hier können wir wieder ein bisschen langsamer fahren. Hier geht es um eine Kurve. Tot, tot. Nochmal tun. Und ein letztes Mal. Geht das Signalhorn schon wieder nicht mehr. Klasse. Technik, wie sie begeistert. Fahren wir mal eine Runde hier vorne mit, um mal ein wenig Abwechslung zu kriegen. Wie immer eine interessante Perspektive von hier. Das ist auch interessant, einfach mal hinten.
dieser Folge weitere Fails und wir gehen der Frage nach, wann werden wir es endlich schaffen? Jetzt. Nur bei uns. Nur auf diesem Kanal. Oh mein Gott. Popsicola. Jetzt bräuchte ich auch langsam eine Popsicola, wenn das hier so weitergeht. Ich kriege nur noch Zustände. Achtung, hier ist ein Expresszug. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich das ganz genau diesmal nehme. Dass ich ein Expresszug bin. Bestimmt noch nicht. So. Gleich irgendwann kommt dann wieder die schöne Stelle. Ja, genau die. Wie ich mich schon drauf freue. Erst einmal durchqueren wir noch diese Station zumindest. Ob dann schon die nächste Station unsere schöne Station wird, weiß ich gerade gar nicht. Wird uns aber dieses Mitteilungssystem rechtzeitig sagen. Zumindest ist hier wieder die Popsicola. Genau, die Popsicola. Keine andere, nur die eine. Dann kommt jetzt die beliebte Situation, dass wir könnten entgleisen, wenn man zu blöd ist zu bremsen. So. Ja, ich muss auf jeden Fall mal sagen, das haben wir jetzt mal perfekt gelöst. Noch besser konnten wir jetzt eigentlich gar nicht bremsen. Kollege wartet ja auf uns. Ist halt kollegial zu uns. Ja, war sehr schlecht. Das gebe ich offen zu. Und direkt wieder zurück das Gleis gewechselt. Jetzt können wir wieder warten, bis der ganze Zug drüber ist. Das kennen wir ja schon. Wir können jetzt vielleicht über Nip and Noodle oder was da immer steht sprechen. Denn Popsicola ist ja ausgelutscht. Ja, sie ist ausgelutscht. In diesem Zusammenhang eine interessante Vorstellung. Ich habe dies nur angeregt, nicht genauer erläutert. So, und es geht wieder weiter. Hoffentlich diesmal ein wenig weiter als letztes Mal. Ich sage gerne noch einmal weiter. Immerhin haben wir noch 11 Minuten. Eigentlich könnte ich vielleicht dann doch an ein paar Stellen mich etwas entschleunigen, um nicht wieder irgendwelche Fehler zu machen. Hier wäre wichtig anzumerken, wir machen uns jetzt einmal darauf aufmerksam, wenn man die Fahrgäste darauf aufmerksam. Jo, wir sind voll der Expresszug. Pass auf, dass wir die nicht überlaufen fahren. Es will keiner. Ja? Also wir wollen sie nicht, muss sie darüber denken, wissen wir nicht. Aber wir empfehlen das hier einfach mal so an dieser Stelle. Auf jeden Fall haben wir dann hier einen interessanten Extremtest, den wir dann auch bei geeignetem Verspätungsstand einsetzen können, um diese wieder aufzuholen, denn wir wissen ja jetzt, wie schnell wir so grob fahren können, ohne dass was passiert, ne? Auf geraden Strecken kann man so schnell fahren, wie man will, theoretisch, ne? Okay, wir sind hier schneller, ne? Ja, ich mag diese extremen Kurven nicht. So. Ich bremse manchmal etwas zu energisch, ne? Hier fahren wir lieber wieder etwas langsamer herum. Etwas. Ja, gut, dass ich es etwas langsamer mache.
Wir könnten um die Kurve rum sein, das ist schön. Können wir wieder Vollgas geben, bis gleich dann diese eine Kurve kommt mit darauf folgendem Weichen wieder und dann diese schönen roten Signale, die ich diesmal beachten werde. Und glaubt es kaum, wieso tue ich das? Wieso sollte ich sie beachten? Lass mal überlegen. Ich komme da noch drauf. Auf jeden Fall wird der geneigte Let's Play-Zuschauer, der an dieser Stelle immer noch dabei ist, sich dieses schöne Cockpit bestimmt bis in die kleinsten Details schon eingeprägt haben. Dies ist sehr schön. So, da vorne haben wir jetzt wieder eine Kurve, wo wir ein bisschen nicht zu schnell und so. Schneller als 30 wäre hier nicht zu empfehlen, vor allen Dingen, weil jetzt ein Weichenwechsel folgt. Da vorne fährt nämlich der Kollege, der uns gerade so schön war schon mal direkt etwas langsamer, nicht, dass wir jetzt schon Probleme mit roten Signalen bekommen. Ich meine, wir haben jetzt erstmal gleich Weichenwechsel. Beziehungsweise wir haben momentan noch Ott. Haben wir Gelb, vielleicht sollte ich diese Farben auch mal berücksichtigen. Die sagen viel darüber aus, wie denn die Signale so aussehen, ne? Zum Beispiel ist das nächste Signal wieder Gelb. Heißt Vorankündigung rotes Signal. Wenn ich das schon weiß, sollte ich es vielleicht auch berücksichtigen, ja. Das kann man so sagen. Jetzt ist es im Übrigen grün. Mal keine Vorankündigung, das heißt aber nichts. Hängt ja auch ganz davon ab, wie die Signale hier so verteilt sind. Das nächste ist nämlich schon wieder gelb. Heißt halt erwarten. Diesmal erwarte ich es auch. Komisch, wieso erwarte ich nun halt? Ich kann es mir auch nicht erklären. Wieso habe ich es letztes Mal... ich weiß es nicht. Hallo, wir haben hier eine schwangere Frau. Wir haben es ein bisschen eilig als der Beineherr Zug da vorne, der ganz schön selber ein bisschen runterkommt. Ne? Wir sind hier die VIP sozusagen. Muss ich aufpassen, hier ist, glaube ich, im Bahnhof schon eine Ampel, vor allem ein Signal noch nicht ganz vorne, meine ich. Das ist so ehrlich gesagt nicht, wo wir gerade sind und wo wir jetzt hinwollen mit der netten Dame, die wir hinten drin haben. So, da ist das rote Signal. Da werden wir auch vorschriftsmäßig anhalten, wenn es nicht gerade grün werden würde. Grün vor allen Dingen. Ach, hier sollen wir sogar hin. Schön, dass wir dann gerade genau vorm Ziel abgekackt sind. Klasse. Errungenschaft. Hold my beer. Bier, ich weiß es nicht. Sehr gut. Du bist innerhalb der Zeit in Queensboro Plaza angekommen. Geil. Vor allen Dingen, dass ich es im ersten Rutsch geschafft habe. Ach, Rutsch hört sich jetzt sehr falsch an in den Zusammenhang. Ja, das war ja ganz einfach, ne? Voll easy peasy, easy going. Wir sind da durchgewascht. Wie, was weiß ich. Wir sind halt voll die Pros in den Missionen direkt. Erster Versuch, boah, haben wir das gerockt. Ach, hallo, wir haben hier einen Auftrag und so. Was meinst du, was man hier alles erlebt? Magst du hören, was ich hier schon erlebt habe? Nein, das haben wir gerade schon. Schade. Ich dachte, du kannst uns jetzt sehen, wie krass wir das... Na gut, eigentlich haben wir es dann nachempfunden, aber... Ja. Ich glaube, in diesem Zimmer war ich ja in der ersten Folge schon mal gucken. So, ich bin gerade überlegen. Hier ist zu. Ist auch zu. Hier ist sowieso zu. Ja, Scott Steele, der Mechaniker.
Vielleicht nehmen wir dich dann als nächstes für eine Mission, aber nicht mehr jetzt, nicht mehr heute. Ich nehme einen Kaffee und einen Snack von TML Studios wohlgemerkt und sage bis zum nächsten Mal bei World of Subways und einer weiteren Mission, die wir bestimmt sehr schnell im ersten Anlauf schaffen werden. Bis dahin, tschüssi und guten Abend.